Im Winter beginnt man mit dem Verspinnen der Flachsernte. Die Frauen stellen aus Flachsfasern webfähige Garnfäden her, die man später zum Weben von Leinenstoffen benötigt. Beim Spinnen zieht man mit angefeuchteten Fingern einzelne Fasern aus dem Spinnvorrat heraus und drillt sie vor. Wichtig ist es, stets gleich viele Flachsfasern der Spindel zuzuführen, damit das Garn gleichmäßig dick wird. Durch die kontinuierliche Drehung der Spindel verdrehen sich die Fasern zu einem festen Faden. Der gesponnene Faden wird auf einer Spule aufgerollt. Um die Spule gleichmäßig zu füllen, hält die Spinnerin das Rad immer wieder an und hängt den gesponnenen Faden in das jeweils nächste Drahthäkchen auf dem Rahmen des Flügels ein. Von innen zum Beispiel auf Kerb bin ich auf die Ohrmacht gegangen. Und wie dann? Und da kam ein aus dem Wasser. Bucher, wie war denn das da mit dem Schinnerhannes eigentlich? Ach, mit dem Schinnerhannes, ja. Beim Wechseln der Spule wird der Spindelmechanismus abgenommen und die Achsenlager mit einer Hahnenfeder geölt. Die Spinnstuben waren auch wichtige Orte der Kommunikation. Während der Arbeit wurden Geschichten erzählt, man konnte sich über Neuigkeiten austauschen. Der soziale Zusammenhalt wurde so gestärkt. Nach dem Spinnen wird das Garn zu Strängen aufgehaspelt. Dazu wird die volle Garnspule in den kleinen Spulenhalter gesteckt und der Faden an der Haspelstange befestigt. Durch langsames Drehen kann er nun aufgewickelt werden. . 1978, als diese Dokumentation entstand, war die Flachsverarbeitung allerdings kaum mehr alltäglich und wurde für die Aufnahmen nachgestellt.